Alfs spanische Tortilla. Benötigte Zutaten für 2 bis 3 Portionen sind 4 bis 5 Eier, je nach Größe, 150 Gramm Paprikawurst, am besten eine Chorizo, 100 Gramm Lauch, etwas Paprikapulver, ich verwende 2 verschiedene, das eine ist ein geräuchertes Paprikapulver, Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer, frischer Paprika, etwas Knoblauch, 2 Tomaten, Olivenöl zum Braten und 300 Gramm gekochte Kartoffeln. Lauch in Ringe schneiden. Chorizo bzw. Paprikawurst von der Haut befreien. Und in Scheiben schneiden. Bei den Tomaten wird zuerst der Strunk entfernt und danach werden sie ebenfalls in Scheiben geschnitten. Die Eier in eine Schüssel aufschlagen, die Eierschalen werden sofort entsorgt. Zutaten nach und nach in Olivenöl anbraten. Ich beginne mal mit dem Lauch gemeinsam mit dem Knoblauch. Wenn Lauch und Knoblauch glasig ist, kommen sie zwischenzeitlich auf einen Teller. Dann werden die Tomaten angebraten, leicht salzen. Wieder aus der Pfanne nehmen. Wurst und Paprika ebenfalls anbraten. Auf den Teller zu den anderen angebratenen Zutaten geben. Gekochten Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten. Anbraten. Während die Kartoffeln braten, richten wir uns die Eimasse her, beide Paprika zum Ei dazu, etwas Cayenne, Salz und Pfeffer. Alles gut verrühren. Die Kartoffeln eventuell ebenfalls salzen und pfeffern. Das Ganze noch einmal gut vermischen. Die schon angebratenen Zutaten gleichmäßig über die Kartoffeln verteilen. Die Eimasse darüber leeren, gleichmäßig verteilen und 1 Minute unter leichten Bewegungen kurz anbraten lassen. Bei 180 Grad für ca. 15 Minuten in den Ofen geben. Danach auf einen Teller oder eine Platte stürzen. Jetzt können wir schon genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.